Ganz herzlichen Dank, liebe Pauline. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zur DIF-Konferenz 2021. Ja, als Vorsitzender des Trägervereins der Charta Digitale Vernetzung, aber auch als Vorsitzender des Steuerungskreises der Fokusgruppe Intelligente Vernetzung des Digitalgipfels liegt mir natürlich das Schwerpunktthema in diesem Jahr ganz besonders am Herzen. Wir haben gerade schon gehört, dass wir bereits in den Beiträgen und Diskussionen der letzten DIF-Konferenz Fragen einer veränderten Daseinsvorsorge diskutiert haben und festgestellt haben, dass wir diese vertiefen müssen. Und auch in der aktuellen politischen Befassung erleben wir eine gestiegene Gewichtung der Fragen, also erstens, wie die Zukunftsfähigkeit Deutschlands im digitalen Zeitalter zu verbessern ist und welche Rolle der Staat als Gewährleister dieser Daseinsvorsorge hierbei einnehmen sollte. Aber bei der DIF-Konferenz geht es nicht darum, nur die Rolle des Staates in der digitalen Transformation zu betrachten. Wir alle wissen, die digitale Transformation der Gesellschaft kann nur gemeinsam gelingen. Das haben wir all die Jahre immer wieder gesagt und festgestellt. Das bedeutet, dass Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft neue Wege im gemeinsamen Handeln finden müssen. Und dem Ziel einer solchen Art kooperative Digitalisierung zu schaffen, trägt nicht nur die Charta Digitale Vernetzung in besonderer Weise Rechnung, sondern ich denke, alle an dieser DIF-Konferenz beteiligten Partnern. Und auch das ist das Besondere in diesem Jahr an der DIF-Konferenz, die Anzahl der Partner, die sich mit ihrer Expertise, mit klugen Köpfen, mit den von ihnen vertretenen Themen in der organisatorischen Mitwirkung in die DIF-Konferenz 2021 einbringen. Die Anzahl ist so groß wie nie zuvor. Und ich denke, das ist ein Ausrufezeichen dafür, dass eine kooperative Digitalisierung möglich machen zu wollen und einen Beitrag leisten zu können, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in der digitalen Welt gemeinsam zu verbessern. Ich bedanke mich auch im Namen der Mitglieder des Trägervereins der Charta Digitale Vernetzung und der Fokusgruppe sehr herzlich dafür und freue mich auf den heutigen Tag. Ich frage mich natürlich, was braucht es aber eigentlich dafür, um nochmal einen kurzen inhaltlichen Schwenk auch mitzugeben. Meines Erachtens nach braucht es vor allen Dingen ein neues Mindset des Machens. Über die verschiedensten Facetten der Digitalisierung zu reden, ist wichtig, keine Frage. Das müssen wir weiter tun. Aber dieses Reden allein reicht nicht aus. Wir müssen denen Unterstützung geben, die machen, die täglich vor ganz konkreten Herausforderungen in der Digitalisierung, in der Umsetzung von Zielen der Digitalisierung stehen. Und die DIF-Konferenz richtet sich eben an diese Macherinnen und Macher, an Entscheiderinnen und Entscheider, sowie natürlich auch an alle weiteren Interessierten aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, also den Stakeholdern der Digitalisierung. In der DIF-Konferenz werden gemeinsame Erfahrungen ausgetauscht, von konkreten Lösungsideen und Umsetzung berichtet und neue Impulse mitgenommen. Und ich hoffe, dass wir genau das auch in dieser Woche wieder erleben werden. Und gehe davon aus, dass wir die Kultur, die wir in der DIF-Konferenz von den vielen engagierten Akteuren erlebt haben, auch in diesem Jahr wieder erleben werden. Und das bedeutet, dass wir in allen Sessions die Kultur der Gemeinsamkeit, der Offenheit und der Handlungsorientierung spüren werden, dass es hier kein Platz ist für Selbstdarstellung, sondern dass wir gemeinsam über Wege und Lösungen für eine bessere Zukunft sprechen wollen und das dann auch in Handlungen übersetzen. Das Leitthema nun Zukunftsfähigkeit durch digitale Transformation der Daseinsvorsorge ist kein leichtes Thema. Es ist komplex, es ist facettenreich, es ist vielschichtig. Begrifflichkeiten werden oftmals unterschiedlich interpretiert. Verantwortlichkeiten sind nicht immer klar abgrenzbar. Die Themen sind mal tiefgreifend technisch, mal organisatorisch, mal menschlich und kulturell anzugehen. Ich glaube, es ist in diesem Jahr gut gelungen, im Programm der DIF-Konferenz die Balance zwischen diesen verschiedenen Perspektiven zu finden. Was mich darüber hinaus zuversichtlich macht, dass wir nicht in einer oberflächlichen Diskussion über die Digitalisierung Deutschlands verharren werden, ist, dass zu allen Sessions die Möglichkeit der Beteiligung gegeben ist und dass die Ergebnissicherung, die Dokumentation und die Nachverfolgung des Besprochenen im Fokus stehen wird. Man könnte auch sagen, die DIF-Konferenz ist der Startschuss für mehr,
für das konkrete Tun, für das gemeinsame Handeln. Und was sich dabei wie ein roter Faden durch die vorherigen DIF-Konferenzen auch in diesem Jahr ziehen wird, ist das besondere Augenmerk auf die Rolle der Städte und Regionen. Damit eng verbunden, und das führen wir auch im Namen, ist die grundlegende Bedeutung für einen zügigen Fortschritt der Umsetzung der intelligenten Vernetzung in den Infrastruktursektoren, also in den Bereichen Energie, Gesundheit, Verkehr, Bildung und Verwaltung. Wir werden das die ganze Woche über eingehend besprechen. Hier sehen wir, liegen die entscheidenden Hebel für die Zukunftsfähigkeit und Daseinsvorsorge in einer digitalisierten Gesellschaft in Deutschland. Und um diese Hebel aber umlegen zu können, ist es unabdingbar, dass wir gemeinsam, systematisch, koordiniert und gezielt vorgehen, dass nicht nur die Technik intelligent vernetzt wird, sondern wir die vielfältigen Aktivitäten der Akteure intelligent vernetzen und so gut wie möglich den Austausch und das Lernen voneinander voranbringen. In diesem Geiste steht die DIF-Konferenz, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erkenntnisreiche und vor allen Dingen impulsgebende DIF-Konferenz 2021. Danke dir, Jens, für diese schönen einführenden Worte. Auch die ersten Worte der DIF-Konferenz 2021. Und das nächste Stichwort geht an Herrn Professor Dr. Michael Dauling. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Münchner Kreises. Und lieber Professor Dauling, die Online-Bühne ist nun die Ihre. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte nicht uns noch mal lang aufhalten, weil wir wollen eigentlich zu den Themen rübergehen, aber auch von meiner Seite. Der Münchner Kreis freut sich sehr, zusammen mit der Karte Digitale Vernetzung diese Woche mit den ganzen Partnern, die ich nicht nochmal liste, zu organisieren und durchzuführen. Der Münchner Kreis ist ein gemeinnütziger Verein zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Wir versuchen schon seit fast 50 Jahren, diesen Themen zu widmen. Und die Themen, die in den verschiedenen Blöcken bearbeitet werden, sind Themen wie digitale Souveränität oder Resilienz, Themen, die wir schon seit mehreren Jahren auch in anderen Formaten behandelt haben. Dieses Format ist besonders spannend, dass wir die verschiedenen Blöcke haben. Früher war das nur eine Tageskonferenz, jetzt haben wir das über mehrere Tage gestreckt. Ich bedanke mich auch bei allen Mitorganisatoren, und bin gespannt und freue mich auf die nächsten Tage. Da gehen wir gleich bitte rüber zu den Inhalten. Dankeschön. Danke, Herr Professor Dauling. Kurz und knackig.